Oh, guten Tag, liebe Freunde. Heute. Da. So, die sind hier auf dem Weg nach zur Burg. Damit streckte der Storch den Hals vor, schlug mit den Flügeln und flog wie ein Pfeil von einem straff gespannten Bogen davon. Akka verstand, dass er sich über sie lustig machte, aber das war ihr gleichgültig. Sie wartete, während der Junge seine Holzschuhe suchte, die der Storch von ihm abgeschüttelt hatte. Dann setzte sie ihn auf ihren Rücken und flog mit dem Storch nach. Und der Junge leistete seinerseits keinen Widerstand und sagte auch kein Wort, dass er nicht mitwolle. Er ärgerte sich grün und gelb und schlug ein spöttisches Gelächter an. Dieser eingebildete Gesell mit den langen roten Beinen glaubte wohl, von ihm er sei zu nichts nütze. Aber er würde ihm schon zeigen, was Nils Holgersson von West Femmenhöck für ein Kerl war. Einige Augenblicke später stand Akka im Storchennest auf Glimminger Haus. Es war ein großes, prächtiges Nest. Als Unterlage hatte es ein Rad und darauf mehrere Lagen Zweige und Rasenstücke. Das Nest war so alt, dass verschiedene Büsche und Kräuter da droben Wurzeln geschlagen hatten. Und wenn die Storchenmutter in den runden Vertiefungen mitten im Nest auf ihren Eiern saß, konnte sie sich nicht allein von der großartigen Aussicht über einen Teil von Schonen erfreuen, sondern auch an wilden Rosen und Hauslauch. Der Junge und Akka konnten gleich sehen, dass hier etwas Außergewöhnliches vorging. Auf dem Rande des Storchennestes saßen nämlich zwei Nachtfalken, eine alte, graugestreifte Katze und ein Dutzend uralte Ratten mit ausgewachsenen Zähnen und triefenden Augen. Es waren nicht gerade die Tiere, die man sonst in friedlicher Gemeinschaft sieht. Keines von ihnen wendete sich um, Akka anzusehen oder sie zu begrüßen. Sie hatten für nichts einen Gedanken, sondern starrten nur unverwandt auf einige lange, graue Linien, die da und dort auf den kahlen Winterfeldern zu sehen waren. Alle schwarzen Ratten saßen ganz still da. Man sah es ihnen an, dass sie in der größten Verzweiflung waren und wohl wussten, dass sie weder ihr eigenes Leben noch die Burg verteidigen konnten. Die beiden Eulen rollten ihre großen Augen und zuckten dabei unaufhörlich mit den Federkränzen, die diese umgaben. Dabei erzählten sie mit schauerlich krächzenden Stimmen von der Grausamkeit der grauen Ratten und sagten, derentwegen müssten sie jetzt ihre Wohnung verlassen. Denn sie hätten gehört, dass diese Tiere weder Eier noch unflügge Junge verschonten. Die alte gestreifte Katze war ganz sicher, dass die grauen Ratten sie totbeißen würden, wenn sie in so großer Zahl in die Burg eindrängen, und sie keifte unaufhörlich mit den schwarzen Ratten. »Wie konntet ihr auch so dumm sein und eure besten Krieger weggehen lassen?« sagte sie. »Wie konntet ihr den grauen Ratten trauen? Es ist ganz unverzeihlich.« Die 12 Ratten erwiderten kein Wort, aber der Storch konnte es trotz seines Kummers nicht lassen, die Katze zu necken. »Hab keine Angst, Mausefängerin«, sagte er. »Du siehst du nicht, dass Mutter Akka und Däumling gekommen sind, die Burg zu retten? Du kannst dich darauf verlassen, dass es ihnen gelingen wird. Jetzt muss ich mich zum Schlaf zurechtmachen, und ich tue es ganz beruhigt. Morgen, wenn ich erwache, wird keine einzige graue Ratte auf Glimminger Haus zu finden sein.« Der Junge warf Akka einen Blick zu, der andeutete, wie gerne er dem Storch eins auf den Rücken versetzt hätte. Als dieser sich jetzt auf den äußeren Rand des Nestes, das eine Bein in die Höhe gezogen, zum Schlafen aufstellte. Aber Akka sah gar nicht beleidigt aus. Sie beschwichtigte den Jungen und sagte, es wäre sehr schlimm, wenn jemand, der so alt ist wie ich, sich nicht aus größeren Schwierigkeiten als dieser hier heraushelfen könnte. Wenn Sie, Herr und Frau Eule, da Sie die ganze Nacht wach halten können, ein paar Aufträge für mich besorgen wollen, dann wird, denke ich, alles noch gut werden. Die beiden Eulen waren willig, die Aufträge auszurichten, und Akka befahl dem Eulenmann, die weggereisten schwarzen Ratten aufzusuchen und ihnen zu raten, so schnell wie möglich heimzukommen. Die Eulenfrau aber schickte sie zu der Turmeule Flammea, die in der Dorfkirche zu Lund wohnte, und zwar mit einem so geheimnisvollen Auftrag, dass Akka ihn der Eulenfrau nur mit flüsternder Stimme anvertraut und zu vertrauen wagte. Der Rattenfänger.
Es war gegen Mitternacht, als die grauen Ratten nach vielem Suchen endlich ein offenstehendes Kellerloch fanden. Es saß ziemlich hoch in der Mauer, aber die Ratten stellten sich aufeinander, immer eine auf die Schulter der vorhergehenden, und so dauerte es nicht lange, bis die mutigste von ihnen durch das Loch springen konnte, sofort bereit, in Glimmingerhaus einzudringen, vor dessen Mauern so viele ihrer Vorfahren gefallen waren. Die graue Ratte saß eine Weile im Kellerloch und wartete, dass sie angefallen werde. Das Hauptheer der Verteidiger war allerdings abwesend, aber sie nahm an, dass die zurückgebliebenen schwarzen Ratten sich nicht ohne Kampf ergeben würden. Mit klopfendem Herzen horchte sie auf das kleinste Geräusch, aber alles blieb ganz still. Da fasste der Anführer der grauen Ratten sich ein Herz und sprang in den kalten, dunklen Keller hinein. Eine graue Ratte nach der anderen folgte dem Anführer. Alle verhielten sich sehr still, denn sie erwarteten, dass die schwarzen Ratten aus einem Hinterhalt hervorbrechen, zu sehen. Aus einem Hinterhalt hervorbrechen zu sehen. Erst als so viele in den Keller eingedrungen waren, dass keine mehr Platz auf dem Boden hatte, wagten sie sich weiter. Obgleich sie noch nie in dem Gebäude selbst gewesen waren, fanden sie den Weg doch ohne jede Schwierigkeit, und sie entdeckten auch sehr bald die Gänge in den Mauern, die sonst die schwarzen Ratten benutzt hätten, um in die oberen Stockwerke zu gelangen. Ehe sie diese schmalen und engen Treppen hinaufkletterten, lauschten sie wieder sehr aufmerksam nach allen Seiten. Dass sich die schwarzen Ratten so gänzlich zurückhielten, war ihnen vielleicht unheimlicher, als wenn sie sich zu offenem Kampfe gestellt hätten. Sie konnten ihrem Glück kaum trauen, als sie das erste Stockwerk ohne Unfall erreicht hatten. Gleich beim Eintreten schlug ihnen der Duft des Korns entgegen, das in großen Haufen auf dem Boden lag. Aber es war für sie noch nicht an der Zeit, ihren großen Sieg zu genießen. Mit der größten Sorgfalt durchsuchten sie zuerst die düsteren, kahlen Gemächer. Sie sprangen in der alten Schlossküche auf den Herd, der mitten auf dem Boden stand, und wären im nächsten Raum beinahe in einen Brunnen gestürzt. Keine einzige der schmalen Lichtöffnungen ließen sie unbeachtet, aber nirgends stießen sie auf schwarze Ratten. Als nun dieses Stockwerk ganz und gar in ihrer Gewalt war, begannen sie, sich mit dem ganz derselben Vorsicht des zweiten zu bemächtigen. Wieder mussten sie eine mühevolle, gefährliche Kletterpartie durch die Mauern machen, während sie in atemloser Angst erwarteten, dass der Feind über sie herfalle. Und obgleich sie der herrlichste Duft, der von den Kornhaufen ausging, lockte, zwangen sie sich doch in größter Ordnung, die frühere Gesindestube mit ihren mächtigen Pfeilern zu untersuchen. Den steinernen Tisch und den Herd, die tiefen Fensternischen und das Loch im Boden, durch das man in früheren Zeiten tiefen, siedendes Pech auf den eindringenden Feind hinuntergegossen hatte. Aber die schwarzen Ratten waren und blieben unsichtbar. Die Grauen suchten nun den Weg nach dem dritten Stockwerk mit dem großen Festsaal des Schlossherrn, der ebenso kahl und leer war wie alle anderen Gemächer des alten Hauses. Und sie drangen sogar bis hinauf ins alleroberste Stockwerk, das nur aus einem einzigen großen, öden Raum bestand. Der einzige Ort, an den sie nicht dachten und den sie nicht untersuchten, war das große Storchennest auf dem Dache, wo gerade in diesem Augenblick die Eulenfrau Akka weckte und ihr mitteilte, dass die Turmeule Flamea ihrem Wunsch willfahrt habe und ihr das Erbetene schicke. Nachdem die grauen Ratten also gewissenhaft die ganze Burg durchsucht hatten, fühlten sie sich beruhigt. Sie nahmen an, dass die schwarzen Ratten davongegangen seien, ohne an Widerstand zu denken, und frohen Herzens hüpften sie auf die Kornhaufen hinauf. Aber kaum hatten sie die ersten Weizenkörner verzehrt, als da unten im Hof von der Burg der weiche Ton einer kleinen schwarzen Pfeife ertönte. Die Ratten hoben die Köpfe aus dem Korn, lauschten unruhig, sprangen ein paar Schritte vor, als wollten sie die Haufen verlassen, kehrten aber wieder um und begannen aufs Neue zu fressen. Wieder erklang die Pfeife mit scharfem, durchdringendem Ton, und jetzt geschah etwas Merkwürdiges. Eine Ratte, zwei Ratten, ja, ein ganzer Trupp ließen die Körner los, sprangen aus dem Kornhaufen heraus und liefen auf den kürzesten Weg, so schnell sie konnten, in den Keller hinunter, um aus dem Hause hinauszukommen. Es waren jedoch noch viele graue Ratten zurückgeblieben. Diese dachten an die Mühe, die es sie gekostet hatte, Glimmingerhaus zu erobern,
und sie wollten es nicht wieder verlassen. Aber die Pfeifentöne nötigten sie noch einmal, da mussten sie ihnen folgen. In wilder Eile stürzten auch sie aus dem Kornhaufen heraus, rannten durch die engen Löcher in den Mauern und purzelten in ihrem Eifer, hinunterzukommen, übereinander.